Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich kann nicht schreiben. Also erstmal hier Korn habt, ne? Da müssen wir jetzt nochmal dran. Das ist ein End zu viel drin, ne? So. Gut. Dann steht es auch größer drauf. So. Habe ich auf dem Screenshot gesehen, wo ich dann das Dings, das Thumbnail gemacht habe, dachte ich mir, Mann, das hast du doch nicht wirklich falsch geschrieben. Aber, ja, habe ich. Gut. Das als erstes. Das zweite ist ein Kommentar, auf den ich eingehen möchte. Und zwar wurde gesagt, dass, und das ist wahrscheinlich auch richtig, dass ich hier sozusagen, wenn ich die 50% einhalten will, quasi immer nur 22,5 Tonnen maximal hier reinkriege, weil ich hier die 50% von 45 Tonnen hier einhalten möchte. Das ist natürlich doof. Das stimmt. Chemikalien kaufe ich keine mehr ein hier. Also kann ich das ja runternehmen. Alkohol wird hier auch nicht drin gespeichert. Essen wird hier auch nicht drin gespeichert. Elektrische Komponenten nicht. Mechanische Komponenten nicht. Kunststoffe nicht. Und Elektronik nicht. Und somit können wir hier das Gesamtlager quasi hochfahren. Und dann können die hier ein bisschen mehr abliefern. Und das dann für mehr Tonnen voll machen. Gut. Hängt nämlich dran am Getreideverteiler und der Getreideverteiler oder unser Kornhub halt hier hinten. Soll ja dafür sorgen, dass quasi 50% dort immer im Lager liegen, glaube ich. So ist das hier ja eingestellt. Ne? Beim Entladen bis auf 50% und hier auch bis auf 50%. Und dann sollte das eigentlich auch, sagen wir mal, relativ gut laufen. So, eigentlich müssten wir das jetzt hier Fleischhub nennen, ne? Ja, theoretisch schon. So, und den müssten wir Kohlehub nennen hier, weil der Kohletransporter ist fertig und jetzt müssen wir natürlich, oder da haben wir ja schon festgestellt, dass wir 12 Kohletransporter haben, beziehungsweise aktuell sind sogar 13 unterwegs, die dort die Kohle durch die Gegend transportieren, was dann für Schwierigkeiten sorgt in dem Fall. Gut, okay, das erstmal zu dem, das müssen wir dann noch machen und wir wollten hier natürlich noch das Bauprojekt weiter rantreiben. Ich möchte ja ganz gerne hier zwei von den, Depots haben für Fahrzeuge, damit ich dann hier ein paar Raupen reinkaufen kann, die ich dann auch wieder verkaufe und dann hier einfach mal das dann planieren kann und das Planieren vielleicht schneller geht. So, also kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Das Ganze ist unter... Nee, warte mal. Achso, das muss ich auch noch bauen, ja. Stimmt, nee, das ist hier unter Verkehr irgendwo. Warte mal, das ist doch generell unter Verkehr zu finden. Hier. Gut, dann brauchen wir hier mal eine Busplattform. Nee, Trolleybus, nee, Depot für Straßenfahrzeuge. Genau. Davon bauen wir jetzt einfach hier mal zwei neben der Straße hin. Eins links, eins rechts. Und lassen dann hier sozusagen bauen und das erbauen. Was ist mit dem Mauszeiger los? Muss er hin? Ach, jetzt hängt da schon wieder sinnlosen Text dran, ne? Warte mal, das kriegen wir. Wie kriegt man denn das aus? War das so? Warte mal. Nee, so kriegt man es nicht aus. Vielleicht da sinnlosen Text dran. Ne? An meinem Mausfeier. Wo kriege ich denn. Ah ja. Okay. So. So. Immer mal wieder ein bisschen was Neues. So, dann müssen wir das hier. Keine Straßenanbindung. Ah ja, okay, da war was. Das kriegen wir aber hin. Das ist ja billig hier. So, für Rubel hier das Ding. Aber das ist eigentlich auch nicht teuer, eigentlich, das zu bauen. Aber da wir nachher die Raupen noch kaufen wollen, muss ich ein bisschen aufs Geld achten. Auch wenn ich die für Dollar kaufen kann. So, hier ist natürlich ganz großer Andrang gerade. Aber das sollte sich ja eigentlich. Eigentlich sind doch da mehrere. Achso, der muss das wieder rausfahren. Naja. Gut, wie sieht es hier aus mit Lagerkapazität? Gar nicht mal so schlecht. Aber hier stehen sie halt noch an. Na gut, das wird aber dann noch weniger werden oder ein bisschen besser werden. So, wie sieht es hier auf den Feldern aus? Oh, da liegt immer noch so viel rum. Und wie sieht es hier in dem Lager aus? Da liegt auch immer noch so viel rum. Na gut. Aber das wird sich hoffentlich dann früher oder später verbessern. So, jetzt können wir hier nochmal... Oh, schön im Dunkeln sieht das echt gut aus. Also das Spiel hat, glaube ich, auch grafisch einen kleinen Sprung gemacht in den letzten Patches. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mir kommt das irgendwie schöner vor oder sauberer vor. Oder vielleicht ist auch bloß bei den Einstellungen irgendwas anders, dass ich da irgendwas gemacht habe. Ich kann auch gleich beide anklicken. Die sollen auch beide bauen. Meine Tiefbauer haben zwar gerade zu tun mit ein paar Sachen, aber das sollte sich dann auch schnellstmöglich erledigen. So, wenn wir hier durch sind und das dann hier erstmal bekannt gegeben haben, dass die das machen sollen, so,
Dann werden wir hier natürlich dann alles mit Raupen voll kaufen. Dann haben wir, glaube ich, 14 Raupen oder 16 Raupen. Und dann sollte vielleicht das Planieren schneller gehen. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. So, dann werden wir das Ding nehmen. Wir geben dem Ganzen hier den Namen. Das ist der Kohle Hub. Oder machen wir es deutsch, Kohle Hub. Korn haben wir ja auch ziemlich deutsch geschrieben. Das ist der Kohle Hub. So, und der kriegt jetzt... Und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz hier fix sein. Dahin. Du gehörst dahin. Du gehörst dazu. So. Können wir da schon mal ein paar zuweisen. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Gebäude noch hinzuweisen. Add new building. Wäre erstmal dieses hier. Beladen. Bis das Storage leer ist, könnt ihr machen, ja. So. Dann ist hier entladen, bis da 30% im Storage-Tunnel liegen. Gut, das wird der Zug jetzt mittlerweile machen. Hier entladen, bis auf 90%, von mir aus dann halt bis 90%. Entladen. Entladen, so, das sind die, die Kohle brauchen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Du brauchst Kohle, genau. Du brauchst Kohle, genau, so. Gut. Du weißt nicht, wo du dazugehörst und das können wir jetzt natürlich ändern und du wirst dann da dazugehören. So, dann, jetzt sehen wir erstmal alle LKWs. Ich werde sie wahrscheinlich alle austauschen. Dazu ordnen. Dazu ordnen. So, bist du schon dem Depot zugeordnet? Ja. Wir müssen die jetzt so langsam sicher alle abpassen hier. Ich weiß noch nicht, ob ich mehrere Fahrzeuge gleichzeitig dort zuordnen kann oder ob ich mehr als 12 Fahrzeuge zuordnen kann, aber ich glaube nicht, ne? Jetzt haben wir 4 hier zugeordnet. Jetzt ist erst einmal hierher gekommen. Also theoretisch müssten wir ja 13 Kohle-LKWs auf der Straße unterwegs haben. Könnte auch sein, dass hier einer drin steht oder zwei oder so. Hier steht gerade keiner drin, interessant. Aber hier fährt gerade einer. Ah, der ist ihm schon zugeordnet, okay. Hier fährt auch gerade einer. So. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz hier. Da sind keine Fahrzeuge mehr zugewiesen, okay. So, hier sind alle verbundenen Fahrzeuge. Hat ein Depot. Kipper hat ein Depot. Also müssen wir mal jetzt. Das ist natürlich schwierig, jetzt denn alle mal zu erwischen. Depot. Depot. Das Depot. So. Gut. Die drei haben es schon, der noch nicht. Hm? Ach, das Depot ist schon voll. Okay, dann haben wir ja schon alle erwischt jetzt. Ist ja okay soweit. Bis auf einen einzigen nicht, ne? So, du bist jetzt der Kohle-Hub und du bist voll. All Source Buildings, 0%. All Destination Buildings, ja, das ist jetzt dann verschieden. Stahlkombinat soll bloß 30% im Lager haben, dann werden wir da bloß Kohle hinfahren, wenn wirklich Kohle dort gebraucht wird. Aber wir sehen schon hier, das Lager ist komplett voll. Das heißt, wir könnten eigentlich mal den Kohlezug vielleicht mal einstellen, dass der gar nicht mehr so viel kauft, ne? Oh, wenn wir das Lager hier auf 90% halten wollen, da geht einige Kohle drin rein. Also da geht schon, also geht noch was. So, die sind alle dazu gewesen, ja? Büro, Konserven. Ne, das ist ein anderes Straßenfahrzeug. Arbeitet im Konstruktionsbüro 3. Ah ja, okay. Gut, dann haben wir das ja. So, hat nichts zu tun. Alles klar. Musste ich dann in damals eine Linie für erstellen? Alter, guck dir das mal an, was hier ein Verkehr ist.
Müssen wir aber auch irgendwann mal entschärfen. Obwohl, hier hinten haben wir ja auch die Möglichkeit, quer zu fahren, aber hier ist gerade richtig Verkehr, ne? Na gut, so, wie sieht es hier oben aus? Ein paar Materialien sind schon da. Auch ein paar Materialien sind schon da, aber noch keine Leute, die da bauen drauf. Naja gut, das ist nicht weiter schlimm, das kriegen wir aber hin. So, dann werden wir jetzt dem Kohlezug trotzdem mal sagen... Hey, Kohle... Nee. Hey, Kohlezug. Dein nächster Stopp ist hier. Dann kaufen wir erstmal keine Kohle dafür ein und dann gucken wir mal, wie das sich verhält. Weil Stahllager ist gut gefüllt. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts dran. So. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Kohlehub haben wir. So, wie heißt das hier? Zur braunen Kohle. Achso. Entschuldigung. Ich fand's wieder lustig. Na egal. So. Gut. Dann gucken wir mal hier. Jetzt müsste ja mal langsam hier so ein Bagger zumindest schon mal angekommen. Ein Fahrzeug ist auf der Baustelle. Arbeitstage werden bloß noch nicht weniger. Da muss man hier nochmal am Bus rankommen. Vielleicht könnte ich auch die Arbeitskräfte eigentlich von hinten holen oder so. Ich weiß noch nicht. Alter, Wartezeit. Oh Gott, das sind aber echt viele Arbeiter. Das sind echt viele Arbeiter. Na gut, okay. Kriegen wir auch noch hin. Gut. Dann erstmal das. Das haben wir, den Kommentar haben wir bearbeitet, haben da dazu was gemacht. Die sind wir bei 90% voll, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sind bei 100% voll und irgendein LKW ist noch singlemäßig unterwegs hier, aber den müssen wir jetzt mal rausfinden. Der ist da angebunden. Der ist noch nicht angebunden, okay. Das ist der einzige LKW, der jetzt keinen festen Zulaufsort hat. So. Jetzt können wir hier natürlich mal gucken. Wenn ich kaufe, neues Fahrzeug kaufe. Wenn ich hier so einen Kipper kaufe. Kipper. Was ist denn sozusagen der schnellste und größte Kipper? Der hat 3,5 Tonnen Kohle, das ist ja nix. So, der hat 7 Tonnen Kohle, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Und der hat 12 Tonnen Kohle bei 72 km/h und der alte, was fährt der so für eine Geschwindigkeit? Sehe ich das noch irgendwo? Weil dann würde ich die nämlich eigentlich alle ersetzen wollen. Durch diese hier. Der hat gerade 12 Tonnen Kohle drauf. Der auch. Mein Finn, der gerade leer ist. Der ist gerade leer. So, wenn ich dem jetzt sage... Du bist nicht mehr da. So. Dann, wenn wir jetzt... Ach, Schande. Jetzt habe ich dieses eine Fahrzeug wieder weggekriegt, was nicht da drin war, oder wie? Ah, Mann. Wo habe ich denn das gemacht? Muss ich den einen wieder suchen? Okay, na gut, den müssen wir jetzt erstmal suchen gehen. Einen Platz haben wir frei noch, ja. So, alle verbundenen Fahrzeuge. Der ist das, okay. Hat der gerade was drauf? Nein, dann kommt er gleich mal in die Tonne. So, dann ist der weg. Gut, dann müssen wir jetzt immer regelmäßig mal gucken. Hier, guck mal, der hat auch gerade nichts drauf. Zack, kommt er auch weg. So, und dann können wir hier nachkaufen. Ein Gebäude brennt. Oh, das ist nicht gut. Angucken. Wo ist das hier? Das ist im Rahmen der Feuerwehr zu erreichen, okay. Sollte diese Feuerwehr hier schaffen. Dass nicht beide Feuerwehren im Rahmen im Radius haben, ne? Ja. Nee, das ist Krankenhaus. Ja, also selbst die Feuerwehr kann da hinfahren. Okay. So, gut. Und dann können wir hier wieder nachkaufen. So, dann gucken wir den Kipper an. Der ist gerade leer. Rein ins Tönnchen. Nachgekauft. Ich hab nicht geguckt, ob er hier drüben nicht... Aber wir haben keinen Sattelzugkipper, ne? Der da so richtig...
schnell die Kohle. 6 Tonnen Kohle mit 90 ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, das ist immer noch das Beste hier mit 72 km/h. Ich meine, er muss so viel durch die Stadt fahren. Ich weiß nicht, ob die da 72 km/h überhaupt fahren in der Stadt. Aber naja, gut. So, der ist auch gerade leer. Dann tauschen wir nämlich die ganzen Kipper hier oben. Dann haben wir zumindest schon ein paar schnellere Kipper. Könnte uns ja durchaus helfen. Der hat gerade noch Fracht. Feuer ist gelöscht, sehr gut. Der hat gerade keine Kraft, Fracht. So. Gut, wenn die beiden entladen sind, dann können die auch noch verkauft werden und dann werden dann auch zwei neue Kipper nachgekauft. Das, denke ich mal, ist nur fair. So. Wo sind die gerade unterwegs hier? Der, wo will der denn hin? Zum Kohlekraftwerk will der hin und der auch zum Kohlekraftwerk. Wo ist der unterwegs? Ach, der ist schon gleich. Der war gerade da. Okay, dann kann der jetzt auch ausgetauscht werden. So. Also der Vorteil bei den neuen Kippern ist halt einfach, dass sie genauso viel transportieren, aber schneller als 60 fahren, ne? Weil die fahren, glaube ich, maximal nur 60 oder sowas. 65? 69 fährt er sogar. Oh ja, 5 km/h Gewinn, ne? Oh ja, gut, ja. Hm. 70 fährt er sogar. Wie fährt der? 72. Hä? War der alte nicht bloß 60 km/h? Oder bin ich hier jetzt auf einem holzigen Weg unterwegs? Naja, es kann auch sein, dass ich nur ein holzig bin. Aber trotzdem haben wir dann erstmal schön neuere LKWs erstmal gekauft. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht gibt es aber auch keine hier, ne, die sonst noch Kohle transportieren können. So, jetzt ist er hier. Gibt seine Kohle ab. Komm weg. Und tschüss. Und 9 dazu. So, dann haben wir die alle erstmal neu modernisiert. Die können alle keine Kohle transportieren. Können die Kohle transportieren? Nee, auch nicht. Okay. Zementtank sowieso nicht. Nee, Kühlung auch nicht. Obwohl, na, gekühlte Kohlen kann man ja mal transportieren. So, eine gut gekühlte Kohle kann ja durchaus auch mal den Ofen anheizen. Das ist wie Heißwasser einfrieren. So, ne, man braucht ja immer mal Heißwasser, ne? Muss man halt den Bus einfrieren. Zur gewohnten Zeit. Gut, okay. Haben wir den Blödsinn auch schon wieder erzählt? Mann. Dummes Zeug erzählen kann er echt gut. So, wie sieht's denn hier aus mit den Bauten? Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier sind noch ein paar Leute auf der Baustelle jetzt. Die sind doch schon im Hochbau unterwegs. Die sind doch im Tiefbau unterwegs. Brauchen Leute. So, das würde jetzt noch 16.000 kosten, das zu bauen. Das würde 19.000 kosten. Naja, lassen wir uns noch ein bisschen arbeiten. Das geht schon. So, hier wird Material angeliefert. So, wenn wir das Material nicht selber kaufen müssen, ist ja auch gut. So, schön. Dann haben wir einiges geschafft. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge die Kohleverteilung übernommen mit einem dieser Teile. Ich glaube aber, wir brauchen noch ein zweites dazu, damit wir die Kohleverteilung noch ein bisschen besser machen können und ein bisschen mehr hier rauskriegen. Aber momentan kriegen wir, glaube ich, die Kohle gar nicht weg, die wir produzieren, weil wir hier genügend Arbeiter haben. Hier, das Ding ist auch voll. Das ist auch voll gelaufen. Also da ist jetzt wirklich momentan, liegt es wirklich am Abtransport der Kohle, dass er da nicht hinterherkommt. Da sollten wir unbedingt schleunigst was für tun. Vielleicht hätten wir es auch doch vergleisen sollen. Aber naja, jetzt haben wir ja erstmal die Distribution Center und die sind natürlich, das ist natürlich schon was Schönes. Das kann man natürlich schön nutzen. Ne? Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich, ja, ich werde hier kopfüber noch ein zweites Kohle-Hub hinstellen. Der kriegt dann auch 12 LKWs und die werden wir genauso verteilen wie diesem hier. Und dann sollte dort auf jeden Fall mehr Kohle transportiert werden. Ein bisschen mehr Verkehr natürlich auf unseren Straßen sein, aber geordnet. Oder nein, wir wissen es nicht. So. Gut, hier liegt jetzt alles am Material. Da brauche ich nur bloß noch die Arbeitskräfte bezahlen. Die kosten 7.000, aber wir haben ein paar da. Und vielleicht fährt ja der ein oder andere Bus hier noch ein paar Arbeitskräfte da hoch. Da sind schon wieder 51 Arbeiter unterwegs. Sehr schön. Das sieht ja gut aus. Boah, die werden wahrscheinlich hier irgendwo bei der... Weiß nicht, wo die ausgeladen werden. Naja, egal. Hoffentlich hier oben. So, und wenn sie dann hier oben angekommen sind und die Dinger fertig sind, dann wird hier oben Planierraupen gekauft in Massen und dann wird hier planiert, bis der Planet platt ist. Und dann kommt hier nochmal eine Reihe Felder hin, die wir dann zuweisen und dann kaufen wir hier drinnen noch wieder zwei metrische, einen Traktor. Genauso wie wir dann hier
die LKWs denn zuweisen bei dem... Achso, das müsste ich hier noch reinplanieren, ne? Bei Kornhub Nummer 2. Die Frage ist ja, eigentlich könnte ich ja Kornhub Nummer 2 auch hier reinbauen. Ne? Und müsste bloß das hier zuweisen. Das ist halt eben die Heimatstadt der LKWs, ist sie, aber... Ja Gott, wann sind die da mal? Es gibt genügend zu fahren, ne? Es gibt einfach genügend zu fahren. Und deswegen würde ich sagen, ist das schon... ganz okay so. Gut. Ja, dann machen wir das noch. Dann werden wir das schon mal einplanen hier. Werden wir hier nämlich jetzt so sagen, okay. Warte, Distribution Center waren hier. Da, Medium, genau. Wie waren das? Achso. Komplett durcheinander. So, dann bauen wir das hier einfach dran. Zack. So, und das kommt auf der Seite hier dran. Hinter der Tankstelle. Zack. Kriegt so einen Straßenanschluss. Ja, komm. Dann ist fertig. So. Gut. Dann ist die Straße da fertig. Hier drin ist so ein Straßenbauprojekt am Arbeiten. Da ist aber gerade die... Ja, das ist dann auch bald fertig. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt, dann nehmen wir die beiden. Achso, warte mal, hier muss ich auch noch ein Stückchen Straße kaufen. Ja, mit den Rubeln gehen wir aber jetzt momentan ganz schön widerlich um, ne? Also da hauen wir richtig raus. So, dann werden wir jetzt hier die Bauherren oder die Herren von der Baustelle. Fusch am Bau. Da könnte man nicht unsere ganzen Dinger hier nennen, ne? Fusch am Bau 1, Fusch am Bau 2, Fusch am Bau 3. Da geht was. So. Ne, Straßenfahrzeug wollte ich jetzt nicht haben. Die werden uns ja hier noch zwei solche Distribution Center hinbauen. Gut ist, dass die keine Arbeitskräfte brauchen dort dauerhaft, oder ich weiß es nicht. Aber könnte... Erstmal sehe ich es so nicht. Gut, okay. So, hier sind die noch Arbeitskräfte. Ne, hier sind gerade keine. Dafür sind sie alle hier. 50 Leute und warten auf Baumaterial. Na toll, auf der anderen Seite liegt das Baumaterial. Hier sind die Arbeiter. Das ist ja wieder original genau so gelaufen, wie man es machen muss auf einer Baustelle. Ne? So soll es sein. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir haben den 14. April 1973. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Wir werden immer mehr Einwohner haben und kriegen. Wir haben jede Menge Kinder zwischen 7 und 21 Jahre. Wir haben jede Menge Babys. Wir haben einen Haufen Leute schon im produktiven Alter. Unsere Gesamtbevölkerung steigt auch weiter an. Dieses Jahr sind wir dort schon gut angestiegen, würde ich sagen. Wir haben 4 Fluchten im ganzen Jahr. Das finde ich schon mal ganz gut. Dafür, dass wir im Menschen April haben, haben wir so, also im Schnitt jeden Monat eine Flucht. So, Universitätsausbildung haben auch schon richtig viele Leute, 5000 immerhin. 4000 ohne Bildung, aber das sind halt eben die Jungschen hier noch. Der so Elektronikbesitz ist auch relativ hoch und wenn wir dann nachher irgendwo mal ein Auto verkaufen oder ein Autohaus haben, ich glaube, dann werden unsere Straßen überfüllt sein, wir kommen gar nicht mehr durch, aber dafür haben wir auch keine Parkplätze gebaut. So, die sind hier auch nirgendwo eingeplant, ne? Die sind keine Parkplätze, nichts ist eingeplant hier. Das ist vielleicht eventuell noch ein ganz großes Manko da dran. Aber hey, wir haben Öffis, sie leben bei uns, sie hauen nicht ab. So viel machen wir nicht verkehrt. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen... was fotografieren wir? Fotografieren die Baustelle mit dem da im Hintergrund, ne? Würde ich sagen, so, das sieht gut aus. Das sieht richtig schön aus. Das ist auf jeden Fall ein Foto wert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.